Dienstag, der 8. Januar 2012. Herzlich willkommen zu den News to go, in denen gleich mal ein Vorschlag aus dem Video von gestern berücksichtigt wird, beziehungsweise aus den Kommentaren zu dem Video von gestern. Wenn ihr mehr wissen wollt zur ersten Nachricht, nämlich zu den Ermittlungen in Sachen Amoklauf in Aurora in den USA, klickt hier. Wenn ihr mehr wissen wollt zur zweiten Nachricht des Tages, es geht da um eine Studie des Weltwirtschaftsforums, dann klickt hier und mehr zur Zahl des Tages gibt's hier. So, ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Verlinken und am besten ist es natürlich, wenn ihr von vorne bis zum Ende dranbleibt bei diesem Video, denn es sind wieder spannende Nachrichten, die es heute gibt. Wir beginnen in den USA, wie schon gesagt, in der Stadt Aurora, beziehungsweise nicht direkt dort, aber bei einem Ereignis, das dort stattgefunden hat, klingt ein bisschen blöd, vielleicht erinnert ihr euch ja. Im Juli vergangenen Jahres gab es einen Amoklauf in einem Kino in Aurora bei der Premiere des Batman-Films. Ganz, ganz schlimme Sache. Viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen, viele Menschen wurden verletzt. Und jetzt beginnt das Aufrollen dieser ganzen Sache. Der Amokläufer hat ja überlebt, er hat sich nicht selbst gerichtet, wie das ja ansonsten oft der Fall ist. Er wurde auch nicht von der Polizei erschossen, sondern er wurde lebend, unverletzt festgenommen. Und jetzt wird ihm noch nicht der Prozess gemacht in den USA, sondern es wird erstmal geprüft, ob man ihm überhaupt den Prozess machen kann. Das Ganze hat den Hintergrund, dass viele Menschen vermuten, dass der Mann geistig nicht ganz zurechnungsfähig ist. Auch seine Anwälte plädieren darauf, die sagen, der Mann hat in dem Augenblick seiner Tat gar nicht klar denken können und deswegen müssen andere Maßstäbe angesetzt werden. Wie das jetzt genau aussieht, das wird geprüft seit gestern noch bis Freitag bei einem sogenannten Anhörungsverfahren. Da kommen verschiedene Zeugen zu Wort, eventuell kommt der Angeklagte selbst auch zu Wort. Gestern hat er nichts gesagt und am Ende soll dann eben die Entscheidung stehen, ob es einen Prozess geben soll. Gibt es einen Prozess, droht dem Amokläufer übrigens die Todesstrafe. Beim ersten Tag gestern hat der Polizist ausgesagt, der den Amokläufer quasi festgenommen hat, der ihn gesehen hat, als er an seinem Auto stand. Und der hat gesagt, naja, der Mann wirkte schon sehr verwirrt, aber er kann das schwer einordnen, ob er jetzt wirklich psychisch total einmal umgangssprachlich gesagt an der Klatsche hat. Heute werden verschiedene andere Zeugen aussagen und es sind schon am ersten Tag sehr, sehr grausame Details ans Tageslicht gekommen. Wenn euch das interessiert, ich habe in der Infobox auch nochmal was verlinkt zu diesem Amoklauf, falls ihr das nicht mehr ganz so präsent habt. Jetzt kommt Nachricht Nummer 2 und Nachricht Nummer 2 ist auch keine wirklich gute Nachricht. Das Weltwirtschaftsforum, das ist eine Institution, die sich um, wie wir damals schon sagt, Wirtschaftsfragen kümmert. Das gibt einmal im Jahr, immer Anfang des Jahres, eine Studie heraus, in der es um die Gefahren für die Welt geht. Darin sind ganz, ganz viele Drehbücher quasi für Hollywood-Horror oder beziehungsweise Skandal oder Untergangsfilme enthalten, denn es geht um verschiedene Dinge, die der Welt schaden könnten oder Schaden zufügen. Also die Frage ist, was schadet der Welt im Jahr 2013? Vieles davon ist erwartet gewesen, zum Beispiel geht es darum, dass die Emissionen, also der Treibhausgasausstoß, immer größer wird und dass das zu Problemen führen kann oder zu noch mehr Problemen führen kann. Die Schere zwischen Arm und Reich geht überall auf der Welt noch weiter auseinander. Das ist ein Potenzial für Konflikte, das es da gibt. Aber auch überraschende Dinge sind dort in dieser Studie enthalten. Zum Beispiel ist es so, dass die Wasserknappheit ein großer Konfliktherd ist. In vielen Ländern auf der Erde gibt es zu wenig Wasser und wenn Menschen nichts mehr zu trinken haben, dann ist natürlich eine ihrer Lebensgrundlagen weg. Und deswegen sieht es so aus, dass es in vielen Ländern aufgrund der Wasserknappheit zu Konflikten kommen könnte. Und auch für meine Begriffe unerwartet ist eine Sache darin enthalten, die sich bezieht auf Phänomene, die innerhalb kürzester Zeit um die ganze Welt gehen können. Also wenn ihr euch erinnert, im letzten Jahr der Film Die Unschuld der Muslime, der ja in vielen arabischen Ländern für große Tumulte, für Tote gesorgt hat, für große Aufstände, der innerhalb kürzester Zeit über YouTube in der ganzen Welt verbreitet wurde. Solche Phänomene können auch zu einer Gefahr werden. Oder die Mohammed-Karikaturen, die man ja vor einigen Jahren aus Dänemark kannte, auch so etwas kann zu einer Gefahr für die Welt werden. Auch dazu habe ich euch in der Infobox was verlinkt. Man muss jetzt aber nicht denken, dass die Welt morgen untergeht wegen dieser ganzen Gefahrenherde. Das ist jedes Jahr so, dass eben verschiedene Punkte veröffentlicht werden. Und die meisten davon sind glücklicherweise nicht
so Realität geworden, wie es in dem Bericht stand. Das sind ja immer nur so Prognosen, die auf Aussagen verschiedener schlauer Menschen beruhen. Die Zahl des Tages heute ist die 500, wobei das nicht die genaue Zahl ist, es sind in der Tat ein paar weniger, aber ungefähr 500 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Flugzeugunglücken ums Leben gekommen. Das sind natürlich 500 zu viele, ganz klar. Aber diese Zahl schockiert dann vielleicht doch ein bisschen weniger, wenn wir uns mal eine andere Zahl anschauen. 1700 Menschen sind bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Allerdings nicht wie bei den Flugzeugunglücken weltweit, sondern nur in Deutschland und nur im ersten Halbjahr 2012. Also, das heißt, so gefährlich ist es dann doch nicht zu fliegen. Wenn man das in Relation setzt, ist die Gefahr sehr, sehr gering, bei einem Flugzeugunglück ums Leben zu kommen. Es ist auch so, dass die Fluglinien in Europa und Nordamerika die sichersten sind. Also da können wir eigentlich relativ entspannt sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein gewisses Restrisiko noch da. Aber falls ihr Flugangst habt, das beruhigt euch doch hoffentlich ein kleines bisschen. Also nur 500 Menschen weltweit sind 2012 bei Flugzeugunglücken ums Leben gekommen. Zum Schluss jetzt noch Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar unter dem Video von gestern. Es ging um eine Frage in eigener Sache. Ich wollte mal von euch wissen, sind euch die News hier eigentlich zu lang oder fehlt euch sonst irgendwas? Sollen wir die gute Nachricht reinnehmen? Dazu schreibt Ekiwiki, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ich finde deine Videos oft etwas zu lang. Wenn sie kürzer wären, würde ich mir wahrscheinlich auch mehr angucken. Bei mir liegt die Grenze bei etwa 6 Minuten. Ist ein Video länger, klicke ich es oft gar nicht an. Das wird wahrscheinlich vielen so gehen. Den meisten von euch geht es nicht so, die sagen, kann ruhig so lang bleiben, wie es ist. Da halte ich mich mal dran. Also ich werde jetzt nicht auf 4 Minuten runterkürzen, aber viele von euch haben sich gewünscht, dass es eben so eine Zusammenfassung am Anfang oder am Ende gibt mit den genauen Zeitangaben, dass man da draufklicken kann und zu den Themen springen kann, die einen interessieren. Das habe ich jetzt umgesetzt. Was die gute Nachricht des Tages angeht, war es so 60 zu 40. 60 wollten sie nicht, 40% wollten sie doch. Deswegen werde ich sie jetzt erstmal rauslassen, was nicht heißt, dass sie vielleicht nicht doch eines Tages hier in den Videos auftaucht. Dieser Kommentar, der hat mich aber ein bisschen neugierig gemacht, weil eben hier die Rede davon ist, Videos über 6 Minuten gucke ich mir nicht an. Von was macht ihr das denn abhängig, welche Videos ihr euch hier bei YouTube anguckt? Also klar, natürlich habt ihr verschiedene Leute abonniert und bestimmt findet ihr manche so gut, dass ihr da jedes Video anguckt. Aber mal davon ausgehend, dass ihr ein bisschen kritischer seid und nicht jedes Video euch automatisch auch interessiert, von was macht ihr es abhängig? Findet ihr das Thumbnail, also dieses kleine Bildchen, was neben dem Video ist, ausschlaggebend, den Videotitel, oder sagt ihr, das alles zählt gar nicht, bei mir kommt es auf die Länge an? Oder was sind eure Kriterien? Also würde mich interessieren, wenn ihr das schreibt. Ich hoffe, es nervt euch nicht, dass ich euch schon wieder so eine YouTube-Frage stelle, aber das sind Sachen, die interessieren mich einfach und sorgen bei mir für schlaflose Nächte. Nee, das nicht. Es sorgt eher die Baustelle hier bei uns nebendran für schlaflose Nächte. Die fangen wirklich morgens um 7 schon an. Und dann ist aber das Interessante, dass sie nur bis 9 Uhr laut sind und danach nicht mehr. Und da ich meistens etwas später arbeite und deswegen auch länger schlafen will, ist das für mich doch sehr relevant. Hoffentlich ist die Baustelle bald fertig. Jetzt wird ja eine Schule gebaut, ist ja für die Allgemeinheit. So, aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt die News fertig sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis morgen. Tschö.